Und damit also moin moin und herzlich willkommen zum 27. Spieltag in der Barclays Premier League mit der Partie zwischen dem FC Arsenal und Stoke City. Und ihr habt es mitbekommen im letzten Part, unfair, unverdient, ich weiß gar nicht, was wir da alles noch dazu sagen können. Es war richtig, richtig krass, das Finale gegen Man United im Capital One Cup und wir verlieren das Ding mit 2:1 und United hatte gerade mal einen Schuss aufs Tor. Richtig unglückliche Sache, da das Eigentor durch Wiltshire, glaube ich, war es sogar kurz vor Ende, beziehungsweise in der letzten Sekunde. Es wurde so gut wie nicht mehr angepfiffen und damit, ja, ist der zweite Titel futsch. FA Cup fällt schon mal weg, League Cup fällt weg. Ich meine, Premier League ist eigentlich auch so gut wie abgehakt, können wir eigentlich nicht mehr so richtig schaffen. Fällt auch weg und in der Champions League sieht es momentan auch richtig bitter aus. 0-2 im Hinspiel gegen Juve, Rückspiel steht noch bevor. Bin ich mal gespannt, ob wir das dann hoffentlich noch irgendwie umbiegen können. Sonst, ja, wird die Saison nicht ganz so erfolgreich. Wo wir eigentlich gedacht haben, wo sie jetzt halt so nach in der Mitte der Saison hinführen könnte. Ne? Ich meine, wir haben nicht gut gestartet, aber wir wurden immer besser mit der Zeit. Und mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen, wirklich eigentlich fast nur mit ein bisschen mehr Glück, hätten wir das sogar vielleicht noch hinbekommen. Aber es stand jetzt, wird es richtig knapp, wird es richtig eng werden, unsere Saisonziele dann auch zu erfüllen. Ich würde sagen, wir nehmen heute mal Max Meyer mit und einen Gnabry auch mal wieder. Werden die eventuell mal einsetzen. Ich bin noch am überlegen, ob ich irgendwo noch wechseln soll. Pogba darf spielen. Walcott nehme ich vielleicht mal raus. Bring sogar mal Gnabry von Beginn an heute. Und dann machen wir so. Santi Cazorla und Özil. Das passt. Okay, also 27. Spieltag. Forest Park Stadium gegen Stoke City. Und ich hoffe mal, dass wir heute wieder den Sieg feiern können. Jetzt zuletzt 2 Niederlagen am Stück. Wie gesagt, Man United im Capital One Cup Finale und im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Juventus Turin. Sprich, heute muss ein Sieg hier einfach. Zum einen, um in der Tabelle weiter dran zu bleiben, ganz oben. Und zum anderen auch, um einfach wieder Selbstvertrauen zu tanken. Denn ihr wisst, ihr habt es mitbekommen, vor ein paar Folgen habe ich es angesprochen. Der März wird mal wieder richtig heiß werden. Gute Flanke da gleich mal. Da haben wir nur Top-Partien gegen Man City, gegen Man United. Was ist denn das für ein geiler Ball hier? Ich habe Szczęsny schon fast rausgeholt. Sprich, da brauchen wir eine gute Form, um da gut dazustehen. Guter Ball auf Özil. Özil fightet gut. Und der Keeper kann zunächst mal nur schlagen. Der gute Begovic, müssen wir aufpassen. Der ist torgefährlich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Neulich die Bude gemacht. Und das als Torwart nach 13 Sekunden. Das ist, denke ich mal, auch nicht so verkehrt. Gnabry wird geschickt. Gnabry mit der Chance. Und Gnabry verzieht nach ein paar Minuten die erste richtig gute Möglichkeit. Dafür den FC Arsenal. Rundum Serge Gnabry, dem Supertalent bei uns, der hier noch zu was richtig Großem werden kann. Komm Pogba, hol ihn dir. Guter Zweikampf, aber wir kommen nicht ran. Gnabry muss defensiv aushelfen. Sanja muss dazu. Sanja macht das gut. Wunderbar. Gnabry. Serge Gnabry. Immer noch. Hat Platz ohne Ende. Sanja läuft. Sanja kriegt ihn. Ihr merkt, das ist um einiges einfacher als gegen United und Co. Oh, Bentner, was mache ich? Falsche Taste. Dann spiele ich den nochmal in die Mitte. Da muss ich eigentlich nur abziehen. Hab erst ganz kurz gezögert und dann die falsche Taste gedrückt. Eieiei, aufgepasst. Vorteil ist weg. Gut gemacht, aber dürfte, glaube ich, noch die Ecke geben. Werden wir gleich sehen. Nee, gibt den Abstoß. Wir müssen wieder zu dieser Dominanz zurückfinden, wie wir sie in der Phase im letzten Part gegen United hatten. Das war zwischenzeitlich echt richtig überragend. Und was macht denn da Sanja? Der legt sich den Ball da ewig weit vor. Nee, das war echt zum Teil richtig überragend, was wir da gespielt haben. United kam wirklich kaum hinten raus. Und haben da wirklich nichts zustande gebracht. Aber Stand jetzt spielen wir doch auch schon wieder gut. Sieht nicht schlecht aus. Jawohl, gut den Gegenspieler rausgelockt. Sanja, in der Mitte ist Özil. Özil kriegt die Kulle. Özil mit der Chance nochmal gerettet. Bentner, komm, den gewinnst du. Komm. Jawohl. Nochmal Bentner, kommt nicht zum Abschluss. Özil. Podolski. Podolski will schießen, geblockt und erstmal wieder geklärt. Oh, Gott sei Dank kommt da keiner. Sonst hätte das bitterböse enden können. Sanja. Schöner Ball. Gnabry. Serge Gnabry. Oh, schade. Kommt da nicht durch. Zu einfach das Ganze. Aber er kämpft, er kommt mit zurück. Gnabry. Fast ein guter Zweikampf, aber da ist er ein bisschen ja, zu Zweikampf schwach, um dann so einen Ball auch mal zu holen. Gutes Ding. Özil. Schön auf Podolski. Podolski. Podolski hat die Chance zur Führung. Podolski braucht zu lange.
Und dann gibt es wieder keinen Elfmeter. Also Elfmeter sind um einiges seltener geworden, glaube ich, in FIFA 14. Zumindest so rein vom Gefühl her. Haben wir doch im 13er sehr, sehr viele gehabt. Und jetzt kaum welche. Weiter Ball, abseits da. Stoke City. Ja, steht da in der verbotenen Zone. Gibt den Freistoß für uns. Und jetzt wird es eigentlich mal langsam Zeit für das 1-0. Wir sind wieder die klar bessere Mannschaft. Aber das zeigt sich noch nicht im Ergebnis. Pogba. Gnabry. Sanja kommt mit. Guter Ball. Wieder zurückgelegt. Oh, schlechter Ball wieder. Auf Podolski. Ballverlust. Konter für Stoke. Oh, da kommen wir nicht hin. Gnabry wieder weit mit zurückgekommen, weil auch ein Sanja offensiv heute agiert. Gut. Bendtner können wir nicht schicken. Özil. Oh, ist das schön gespielt. Ist das schön gespielt. Und jetzt muss ihn Bendtner machen. Und er kriegt ihn auch hier nicht unter. Wir haben schon wieder Chancen, Omas, und machen die Buden nicht rein. Immer diese Chancen, Omas. Gut, Gnabry. Gnabry geblockt. Nochmal in die Mitte gelegt. Özil. Behacke weiter. Und dann verlieren wir ihn wieder. Das ist doch der Wahnsinn. Wir können uns noch nicht so richtig festsetzen da. Und wenn wir mal einen Abschluss haben, wird er meistens geblockt. Und dann gibt es den schnellen Konter für Stoke. Und das ist sehr gefährlich. Aber der ist weg. Der ist weg. Gott sei Dank macht Stoke da nicht mehr draus. 38 Minuten rum. Immer noch 0-0. Aber ein 1-0 für uns wäre mittlerweile ja viel mehr als verdient. Das wäre überverdient. Also das, da können wir gar nichts beschreiben. So verdient wäre das. Aber wir machen es einfach nicht. Gut. Jawohl, kein Foul hier. Guter Ball. Schön weitergeleitet. Schön. Schön. Özil läuft. Özil hat Platz. Özil verliert ihn. Geklärt. Aber den kriegen wir. Komm, Bendtner, spring. Bendtner springt nicht richtig. Aber, ey, das gibt's doch nicht, oder? Die spielen ihn doch so knapp immer, dass der genau nicht zu uns kommt. Das ist doch der Wahnsinn. Cameron. Und wieder haben sie ihn. Wir können da jeden Zweikampf führen und trotzdem bleibt Stoke am Ball. Cazorla. Den muss ich probieren. Ich hoffe, da kommt jemand. Gut gemacht. Schön mit der Hacke. Kein Abseits. Özil. Özil spielt ihn noch. Özil kriegt ihn. Nein, kriegt ihn nicht. Komm, kämpfen, fighten, Gas geben. Aber das war's. 0-0 zur Halbzeit. Auswärts gegen Stoke City. Es ist wieder überfällig, das Tor. Und wir machen es wieder nicht. Also da haben wir echt momentan so eine kleine Torflaute, was das angeht. Wir kriegen die Buden nicht gemacht. Hull City, Man City 1-1. Mensch, das sind Möglichkeiten, die wir hier kriegen. 4 Schüsse, 3 aufs Tor, 55% Ballbesitz. Richtig guter Fußball, aber eben 0-0. Vielleicht geht im zweiten Durchgang mehr. Es muss mehr gehen. Es muss einfach mehr gehen. Vielleicht gehen wir, ich weiß nur nicht, wenn wir immer offensiv auf offensiv gehen, von der Taktik her, dann habe ich immer das Gefühl, dass wir uns gegenseitig die Räume wegnehmen, weil wir einfach zu offensiv, sage ich mal, agieren. Die könnte gut sein, aber ist er nicht. Gnabry, kein Abseits von Bendtner, das ist stark. Und den kriegen wir nicht unter. Der ist, glaube ich, sogar an die Hand gesprungen. Aber es gibt da nicht den Elfmeter, weil wir das ausgestellt haben. Hätten wir es mal angemacht, würden wir jetzt aus Elfmetern die Chance bekommen. Stoke City kommt wieder. Edu, weiter Ball, aber Szczęsny macht das ganz stark, spielt mit. Özil. Schön. Nochmal in die Mitte gelegt. Pogba wieder. Özil. Oh, ist das super gespielt. Und Bendtner geht. Bendtner kriegt ihn nicht. Pogba ist nochmal da. Jetzt kein Ballverlust. Guter Pass. Gnabry. Oh, das soll er nicht hin, aber... Oh, da kriegt sich ins Leere. Mensch, Jungs, wir müssen zum Abschluss kommen. Und zwar besser, als wie wir es momentan machen. Gut von Varane. Bringt da Ruhe ins Spiel. Und Szczęsny fast mit einem Fehler, aber alles unter Kontrolle. Özil. Oh, nee, da ist Özil, der da nicht richtig mittut. Ärgerlich. Gut gemacht, Koscielny. Stark. Guter Ball. Gut. Poldi. Schön. Gibbs hat ganz viel Platz. Schott, zieh in die Mitte, Gibbs. Zieh in die Mitte. Flanke ist auch gut. Zurückgelegt. Da will ich ihn nochmal zurücklegen. Mensch, darf ich wieder nicht. Zu verspielt sind wir auch zum Teil. Vorm Tor. Komm, Zweikampf führen. Zweikampf führen. Reinkommen ins Spiel jetzt nochmal. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Gnabry
Gut, wieder der schlechte Ball, der nicht kommen kann. Varane weit mit nach vorne. Aufgeruckt, fehlt natürlich. Dadurch hinten wieder so ein schlechter Ball. Wir geben jetzt die Dinger viel zu schnell her gerade. Das kann so nichts werden, aber das war abseits zum Glück. Und wir gehen mal rein, wir müssen wechseln. 64 Minuten rum. Ihr seht schon wieder gleich, nämlich jetzt, Özil völlig K.O. Meier darf mal ran. Meier, Startdebüt, aber er kriegt zumindest jetzt seinen ersten Einsatz bei uns. Miachi, sprich Rio darf rein für Gnabry und Cazorla raus. Jesse Rodriguez, nee, das machen wir so und so. Okay, auf geht's. Dreifachwechsel. Nach 65 Minuten werden Sanja und sein Gegenspieler sich da küssen. Die zwei haben sich anscheinend sehr gern. Und auch Stoke City wechselt. Ireland für Wilson. Und vielleicht gibt das nochmal jetzt die nötige Kraft, die nötige Frische, um hier die Bude zu machen. Komm, da unten läuft er. Boah, ist das wieder schön gespielt. Also, spielerisch ist das echt top, was wir momentan zeigen. Flanke ist auch gut. Leck mich fett. Macht der da einen Seitfallzieher wieder? Wie neulich Poldi. Mein Lieber. Oh, schlimmer Ballverlust. Aber wir haben ihn noch. Alles nochmal unter Kontrolle. Alles nochmal gut gegangen. Schön. Meier, oh, das darf nicht passieren. Das darf dir nicht passieren, Maxi Meier. Aber auch da kämpft wieder jeder für jeden. Schlechter Zweikampf, schlechter Laufweg da von mir als Verteidiger. Und den hat Szczęsny. Ich glaube, das war so mit der erste Schuss von Stoke, wenn man das einen Schuss nennen kann. Und jetzt heißt es schnell umschalten. Meier, guter Ball. Meier, schön. Schön, Podolski. Podolski. Na, leg ihn doch besser ab, Mensch. Wir haben da Möglichkeiten, aber wir nutzen die nicht gut aus. Sanja, 74. Lang haben wir nicht mehr Zeit, meine Lieben. Das müssen wir bedenken. Aber wir müssen trotzdem die Ruhe bewahren. Bendtner. Oh, wenn der durchkommt, ne? Zurückgelegt. Da sind wir frei. Oh, was spiele ich denn, Sam? Mensch, der muss doch auf Rodriguez kommen, der Ball. Den müssen wir doch besser hinkriegen. Jawohl. Jetzt. Kein Abseits. Bendtner mit der Hacke zurückgelegt. Nicht mit der Hacke, Freund. Der kann doch nicht kommen. Da kriegst du doch nicht genug Kraft dahinter, dass wir den so spielen können. Zeit rennt uns absolut jetzt davon langsam. Oh, wieder kommen wir nicht hin. Weiter Ball. Nicht geklärt, aber Szczęsny ist da. Szczęsny macht's wieder schnell. Macht's gut. Meier kriegt wieder den Ball. Nicht zum Mann. Und Szczęsny holt ihn raus. Erste richtig gute Möglichkeit jetzt hier für Stoke. 7 Minuten vor dem Ende. Mal gucken, da gibt es nochmal den Wechsel. Da kriegen wir bitte noch eine Möglichkeit. Ein 0-0 wäre so viel zu wenig. Wir müssen gewinnen. Wir sind zum Siegen verdammt. Arnautovic, Ecke. Geklärt. Rübergelegt. Pogba muss in den Zweikampf kommen. Der Trick da außen, die Flanke in die Mitte. Szczęsny ist da. Guter Ball. Nein, kein guter Ball. Ich habe jetzt gedacht, der kommt wo ganz woanders hin. Abseitsposition. Ganz klar von Steven Ireland. Gibt nochmal den Ball für uns. Pogba. Jawohl. Miachi. Schön. Gut von Sanja. Guter Ball. Gutes Ding. Und Begovic holt ihn raus. Meine Güte, nächste gute Möglichkeit für uns. Kommt schon. Ecke jetzt. Meier wird sie treten. Die ist gut. Bendtner ist da. Bendtner genau in die Hände von Begovic. So, wir gehen auf Offensiv. Eine Minute, das dürfte es gewesen sein, ja. Das wird die letzte Chance gewesen sein. Och, Leute, wieder nur 1-1. 0-0. Wieder nur unentschieden, wollte ich sagen. Wir geben zu viele Punkte leichtfertig her. Schaut euch das an. 56% Ballbesitz. 8 Schüsse, 6 aufs Tor. Das ist wieder super gespielt. Aber das bringt uns nichts. Wir hätten die Chance gehabt, 2 Punkte auf City gut zu machen, weil die auch nur unentschieden gespielt haben. Machen wir wieder nicht. Mann. Es ist so unglaublich. Gibt's doch nicht. Komm, wir gucken mal rein in die Tabelle. Momentan nur auf Rang 7. Mit einem Sieg können wir auf Rang 6 kommen. Allerdings bleiben wir auf jeden Fall hinter Liverpool, weil sich auf einmal wieder Newcastle vorbeischleicht. Es ist schier unglaublich. Mit einem Sieg hätten wir, jetzt lasst mich überlegen, Liverpool gewinnt, dann haben die, nee, Spurs gewinnen, dann haben die,
Wir könnten sogar wieder auf Rang 4 kommen, oder? Das würde noch reichen. Also mit einem Sieg. Nee, können wir nicht schmarrn. Können wir nicht. Können wir nicht. Mit einem Sieg hätten wir 51, wenn einen Punkt hinter Liverpool. Und ich glaube, nach Swansea kommen die Top-Begegnungen, oder? Nee, da kommt noch Sunderland. Also wir müssen jetzt gegen Swansea und Sunderland 3 Punkte jeweils holen. Um dann gegen Spurs, Juve, Man City und Chelsea das Bestmögliche rausholen zu können, ne? Ist Pflicht. Ist Pflicht. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. So, da stößt es mich auf, Entschuldigung. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part mit dem Spiel, mit dem 28. Spieltag gegen Swansea City. In dem Sinn, bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.